Reisen nach Thailand. Wie ist die aktuelle Situation in Thailand heute am 10. Februar 2023? Hallo Leute, da ist wieder Mario aus Thailand mit den aktuellen News und Informationen. Ja, wir beginnen gleich mit einer brisanten Meldung und einer wichtigen Klarstellung. Und zwar kursieren ja jetzt seit ein paar Tagen Gerüchte im Internet, natürlich auch angeheizt durch diesen Professor Bhakti, der behauptet, dass eben in Thailand angeblich Pfizer oder der Pfizer-Impfstoff nicht mehr geimpft werden soll, dass die thailändische Regierung den nicht mehr möchte, weil angeblich der Pfizer-Impfstoff dazu geführt hat oder verantwortlich ist, dass die thailändische Prinzessin im Koma liegt. Ja, diese News wurden natürlich auf diversen, in Anführungszeichen, Schwurbler-Kanäle im Internet verbreitet. Also das Internet, vor allem YouTube, ist voll davon, wo eben genau auf diese Aussagen von diesem Professor geschlussfolgert wird, dass der Booster, der ein paar Wochen zuvor der Prinzessin verabreicht wurde, verantwortlich sei für ihren Zusammenbruch. Jetzt hat aber die thailändische Regierung sowie das Königshaus Stellung dazu genommen und gesagt, Fake News. Ja, einen Artikel dazu findet ihr auch beim Wochenblitz, ist sehr interessant. Dort habt ihr auch noch so ein bisschen alles drumherum und die Details zu dieser Geschichte. Der thailändische Premierminister hat gestern noch bekannt gegeben, dass auch ein thailändisches Rettungsteam auf dem Weg sei ins Erdbebengebiet nach Türkei und Syrien und dass Thailand noch eine Spende von 5 Millionen Baht getätigt hat. Dann gibt es wieder Fälle von Tollwut in Thailand. Das ist ja auch so eine Frage, die sehr oft gestellt wird von Reisenden, die nach Thailand in den Urlaub fliegen oder hierher auswandern. Braucht man eine Tollwutimpfung? Und ich sage grundsätzlich nein, braucht man nicht. Und jetzt gab es da wieder ein paar Fälle in der nordöstlichen Provinz, die ich selber auch nicht gekannt habe. Die heißt Mahasarakham. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Dort werden aktuell Menschen und Tiere, die davon betroffen sind, geimpft. Und vor allem Leute mit Bissverletzungen oder Kratzer sollten sich so schnell wie möglich im nächsten Krankenhaus melden, wenn sie also von irgendeinem Hund oder einem Tier gebissen oder gekratzt werden. Dann gibt es noch Meldungen aus dem Bereich Tourismus. Und zwar, die Chinesen kommen wieder etwas zahlreicher nach Thailand. Das bestätigen jetzt auch die Einreisezahlen. Und vor allem die Orte, die die Chinesen in der Regel besuchen, dort sieht man, dass die Zahlen auch wieder steigen. Ein beliebter Spot ist zum Beispiel der Zugmarkt in Samut Songkran. Und dort sind die letzten Tage auch sehr zahlreich Chinesen gesichtet worden. Aber im Allgemeinen gibt die thailändische Tourismusbehörde bekannt, dass die Touristenzahlen eher wieder rückläufig sind, vor allem auch auf Phuket. Also es wird erwartet, dass die nächsten Monate sogar eher weniger Leute nach Thailand reisen. Grund dafür ist natürlich das Weihnachts- und Neujahrsgeschäft, das jetzt auch langsam durch ist, und auch Chinese New Year ist auch vorbei, und das sind eigentlich so die Touristenmagnete einerseits für die Europäer und eben Chinese New Year, wo in der Regel auch sehr viele Chinesen kommen. Dann meldet die thailändische Fluggesellschaft Thai Airways auch wieder gute Zeiten. Sie haben zwar immer noch Schulden, die abbezahlt werden müssen und werden da ja auch von einem Gericht kontrolliert, aber sie haben jetzt bekannt gegeben, dass, wenn es so weitergeht, sie vielleicht sogar Ende 2024 ihre Schulden abbezahlt haben. Sie sind sogar auch dran, mit Boeing wieder neue Flugzeuge zu beschaffen, um eben auch die Masse an Touristen, die ja auch von Jahr zu Jahr wieder steigt, dass die die auch bewältigen können. Hoffentlich bleibt so, hoffentlich sind da die Aussichten etwas rosiger, weil im Allgemeinen muss ich schon sagen, habe ich jetzt noch nicht das Gefühl, dass die thailändische Wirtschaft sich da schnell erholt. Es wird zwar etwas besser, aber die High Season ist auch schon bald wieder zu Ende. Wir haben jetzt noch etwa 2 Monate, dann geht es dann schon langsam wieder so Richtung Low Season. Und dann werden wir dann mal sehen, ob diese High Season wirklich so erfolgreich war, wie eben viele auch erwartet haben.
Dann gibt es da noch so eine kleine Insel, die heißt Koh Mak und die ist in der Region Trat. Und die wurde als grüne Insel ausgezeichnet, weil sie offensichtlich dort das Abfallproblem im Griff hat. Saubere Strände, das Waste Management, also das Abfallmanagement, funktioniert alles sehr gut. Und es ist offensichtlich eine Insel, die eben auch gerne besucht wird. Ist auf jeden Fall mal eine Reise wert, von Pattaya aus, aber eben auch von Trat, also Provinz Trat, ist das relativ einfach zu erreichen mit dem Boot. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass es noch ein Geheimtipp ist, aber sicherlich so eine Insel, die jetzt nicht gerade jeder kennt. Und wie gesagt, wenn mal jemand in der Region ist und dort mal was Schönes sehen möchte, diese Insel Koh Mak ist auf jeden Fall auch zu empfehlen. Dann noch eine Meldung zur Luftverschmutzung bzw. ein Update. Ich habe ja darüber auch berichtet die letzten Wochen. Aktuell ist es so, dass in Bangkok selber die Luft noch etwas schlechter ist. Aber ansonsten die umliegenden Gebiete, Großraum Bangkok, ist schon wieder wesentlich besser. Auch bei mir sieht man wieder die Berge im Hintergrund. Das ist ein gutes Zeichen. Da sieht man, also so ein bisschen mein Anhaltspunkt, ob eben die Luft hier wieder klarer ist oder nicht. Bangkok, wie gesagt, nach wie vor betroffen, also so ein bisschen der Kern und vor allem Nordthailand. Nordthailand immer noch schlechte Werte, die haben teilweise auch Waldbrände und größere Flächen, die angezündet wurden, aber auch Landwirtschaftsflächen, die abgefackelt werden, um halt einfach das Zeug zu verbrennen, Zuckerrohr etc., was es da alles gibt. Und das verursacht natürlich diese gesundheitsschädliche Luft oder diese Feinstaubwerte. Dann gibt es jetzt wieder ein neues Transportmittel in Thailand und das sind die Wasserflugzeuge, die ab sofort von Hua Hin, also gut, das ist wahrscheinlich eine einzige Operatorfirma, die da Flüge anbietet, vor allem zu abgelegenen Inseln. Da kann man, so wie ich das verstanden habe, und da gibt es auch schon einige Testflüge, also Leute, die bereits so unterwegs gewesen sind, da kann man dann ein Ticket buchen mit einem Wasserflugzeug an die Destinationen, wo sie hinfliegen, so ähnlich wie auf den Malediven. Oder wenn du in Male ankommst am Flughafen, dann wirst du ja mit einem Wasserflugzeug zur entsprechenden Insel geflogen. Und Thailand hat das jetzt auch wieder. Das gab es ja schon mal vor vielen, vielen Jahren, war sehr, sehr beliebt. Und ab Hua Hin sollen jetzt eben in Zukunft auch wieder Wasserflugzeuge zu den verschiedensten Inseln fliegen. Dann im Weiteren werden auch die Flughäfen in Thailand massiv ausgebaut. Ich habe die letzten Tage ja über Utapao berichtet, aber auch Don Muang soll massiv ausgebaut werden und noch zwei weitere Flughäfen in den Provinzen. Man rechnet tatsächlich damit, dass auch in den kommenden Jahren die Touristenflut wieder ansteigen wird und deshalb ist eben auch ein Ausbau von diversen Flughäfen in Thailand geplant. Dann sieht man übrigens aktuell auch vermehrt Berichte, dass Ausländer erwischt werden, die in Thailand illegal arbeiten. Das betrifft nicht nur Leute aus Südostasien, sondern auch Leute aus dem Westen. Vor allem gibt es auch eine Meldung, dass immer mehr Ausländer Fahrzeuge mieten und dann so zum Beispiel Taxiservice anbieten. Also jetzt nicht da das offizielle Taxi mit Taximeter, sondern einfach Fahrdienste. So im Sinne von, hey Fritz, wenn du dann in Bangkok landest, ruf mich an, ich fahre dich für 2000 Baht von Bangkok nach Hua Hin oder nach Pattaya, um halt nebenbei noch ein bisschen was zu verdienen. Und die Immigration meldet eben auch aktuell, wie eben die thailändische Polizei, dass sie da halt dran sind, diese Leute, die in Thailand illegal arbeiten, auch festzunehmen, zu bestrafen und des Landes zu verweisen. Ich will hier einfach noch darauf hinweisen, dass man ohne Arbeitsgenehmigung in Thailand nicht arbeiten darf, also kein Geld verdienen darf und dass es eben auch noch eine Liste gibt von verbotenen Berufen. Also sogar wenn man eine Arbeitsgenehmigung einholen möchte, man kann in Thailand nicht jeden Beruf ausüben. Ja, und was es ja in Thailand auch immer mal wieder gibt, sind so diese Meldungen, wo jemand Geld verloren hat oder liegen gelassen hat. Dieses Mal war es eine finnische Touristin, die hat 4000 Euro in einem Taxi liegen gelassen, in einer schwarzen Tasche. Und der Taxifahrer war so freundlich und hat das Geld ihr dann wieder zurückgebracht.
Das war's von heute aus Thailand. Bleib gesund. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn du magst. Grüße aus Thailand.